Alle Jahre wieder machen Seniorinnen und Senioren gemeinsam eine Reise. Und zwar in den Süden. Da hat sich schon ein bisschen die Musik, die südliche, reingeschummelt, die spanische nämlich. Diesmal ging es in den Süden von Spanien an die Costa de la Luz, also die Küste des Lichts. Und von dort ist auch niemand geringerer als Christoph Kolumbus gestartet zu seinen Entdeckerreisen. Wir haben die Seniorinnen und Senioren mit der Kamera begleitet. Urlaub dort zu machen, wo einst Christoph Kolumbus seine große Fahrt Richtung Indien startete und dabei Amerika entdeckte, ist schon etwas Besonderes. Hier in der Stadt Palos de la Frontera im Süden Spaniens ankern die drei originalgetreu nachgebauten Schiffe von Christoph Kolumbus. La Santa Maria, La Niña, La Pinta. Würden Sie mit so einem Schiff mitfahren? Nein, leider nicht. Ich wäre leider sehr krank. Aber es ist interessant zu sehen, und weil, wie es dargestellt wird, schon alleine das, dass man sich noch gut vorstellen kann. Ich bin grundsätzlich sehr mutig und Schifffahren liebe ich. Also ich denke mir schon, dass das noch damals eine wilde Sache war. Aber es ist ja ganz nett, sowas zu sehen, weil sonst hätten sie vielleicht Amerika jetzt noch nicht entdeckt. Am 3. August 1492 stach Christoph Kolumbus von hier aus mit den drei berühmten Schiffen in See. Mit nur zwei kam er am 4. März 1493 wieder zurück. Für die große Überfahrt brauchte die Mannschaft natürlich viel Verpflegung, die im Bauch des Schiffes verstaut war. Auf Komfort mussten die Seeleute damals auch verzichten. Man nächtigte am nackten Boden. Wie schaut es denn da innen aus? Ja, sehr leer. Wir haben keine Liegeplätze für die ganzen Matrosen gefunden. Nur Herr Christoph Kolumbus hat ein Bett gehabt, glaube ich. Und viel Weinfässer, gell? Genau. Und wir waren in der Frage, was ist das, Wein oder Wasser, was in die Fässer drinnen ist. Und bin ich aufgeklärt worden, das Wasser wäre gebrochen, es kann nur Wein gewesen sein und Rum. Heute staunt man über den Mut, den Christoph Kolumbus damals hatte. Vielleicht hat er sich den Segen Gottes hier im Franziskanerkloster von Rapida geholt, wo er die letzten Monate vor seiner Abreise verbrachte. Angeblich hatte er hier die Idee zu seiner Entdeckungsreise nach Indien, wie er damals dachte. Ja, das ist irgendein Kloster, aber genau wie es heißt, da müsst ihr wieder nachschauen. Keine Ahnung, ich bin sehr Spanien das erste Mal und muss sagen, es ist wunderschön. Das ist schon alles. Schöne Frauen habe ich gesehen da, ja, das auch. Und guten Wein. Huebla, die Provinz im Landesinneren, ist wegen einer kulinarischen Köstlichkeit weltberühmt, des Jabugo-Schinkens. Wir treffen den Meister im Schinkenschneiden. Das ist ein ganz besonderer Schinken. Er schmeckt herrlich und ist deshalb weltberühmt. Ganze 3 Jahre muss er lagern. Der Schinken wird aus dem Pata Negra, dem schwarzen iberischen Schwein, gewonnen. Es ist beinahe eine Wissenschaft, wie man den Schinken schneiden muss. Kabuga-Schinken, das ist vom iberischen Schwein ein Schinken. Ja, eine spezielle örtliche Rasse, aber ausgezeichnet war er. Ja. Wie heißt der? Jakubo Jabugo? Jabugo. Es ist eine Geschmackssache. Was ist das Besondere an diesem Schinken? Ja, ich glaube, dass die Dinge, die Schweineln einmal dort 2 Jahre vollkommen im Freien auf der Weide sind, in Ruhe ein Gewicht ansetzen können. Und das liegt dann irgendwie im Fleisch dann drinnen. Ne? Jedenfalls ist er sehr gut. Nur ganz ehrlich gestanden, ein bisschen zu geschmolzen, aber für einen Pensionisten fast nicht leistbar. Iberische Schwein war das. Und das ist der teuerste Schinken. Und den haben wir gekostet. Und er hat geschmeckt. Aber gekauft haben wir keinen. Nur aus den Hinterbeinen des iberischen Schweines wird der Schinken gemacht. Hier in der Fabrik reifen 18.000 Stück. Ein paar Kilometer weiter liegt Arkena, das auch wegen einer besonderen Höhle bekannt ist. Aus der Höhle, da waren wunderschöne Sachen drinnen. Also ich muss sagen, ich habe in Österreich schon Höhlen gesehen, die sind nicht so schön. Ich habe die Höhle von Postojna gesehen, die ist zwar größer, aber nicht so schön wie da. Und dann gibt es einen Raum, da spielt die Fantasie ganz große Stücke. Aber welche sage ich nicht. Das sage ich jetzt nicht welche. Nein, das sind so erotische Fantasien. Im Ort gibt es noch vieles zu sehen. Eine der ältesten Teilnehmerinnen hat es sich auch nicht nehmen lassen, alles zu erkunden. 81 werde ich. Alles.
Alles war schön. Morgen besuchen wir die Hauptstadt der Region Sevilla und werden von einer bekannten spanischen Tanzformation in die Geheimnisse des Flamenco eingeweiht.